Wie bereits in dem vorigen Video gezeigt, besteht der Versuchsaufbau aus einem Wasserkocher, in welchen 15-prozentiger Wein geschüttet wurde und welcher dann bis zum Sieden erhitzt wird und währenddessen die Temperatur gemessen wird. Die Theorie, die dem Ganzen zugrunde liegt, ist folgende: Das ist das Siedediagramm einer Wasser-Alkohol-Mischung, Wasser-Ethanol-Mischung. Wobei auf der Y-Achse die Temperatur und auf der X-Achse der Volumenprozent des Alkohols angegeben ist. Und in der flüssigen Phase haben wir nun 15% Alkohol in dem Gemisch. Und wenn man jetzt die Isoplete A, also bei konstantem Volumenprozent, die Taukurve, also bis zur Taukurve raufgeht, der Konode, also der gerade innerhalb der Siede- und Taukurve zur Siedekurve folgt und dann die Isoplete B hinuntergeht, sieht man, dass die Gasphase zu ungefähr 62%, also Volumenprozent, aus Ethanol besteht, was auch durch den strengen Alkoholgeruch zu erklären ist.